Hallo, liebe Modellbahnfreunde, ich begrüße Sie zu einem weiteren Loktest und wie Sie unschwer erkennen, wieder im großen Ausstellungssaal des Modellbahnclubs Frankenhain. Heute haben wir uns ein besonders gutes Stück ausgewählt. Ich kann auch die Wortspielerei ein wenig übertreiben und sagen, wir haben ein gutes Stück für Stückgut, den Gepäcktriebwagen der Baureihe VT69. Das Modell ist eine Gemeinschaftsproduktion der Firmen Lilliput und ESU. Punkt 1, wir packen das Modell aus. Das Modell ist in einer stabilen Schuber-Verpackung aus Karton untergebracht. Oben auf der Verpackung sehen wir eine technische Zeichnung, eine Prinzipzeichnung dieses Modells, die auch zugleich an das Vorbild erinnert, an das Zahnradgetriebe der Drehgestelle und den Aufbau dieses Gepäcktriebwagens. Wir ziehen die Kartonverpackung aus dem Schuber, sieht sehr einfach, entnehmen den Blister. Der Blister ist zusätzlich in einem Schuber untergebracht. Wir ziehen den Blister-Schuber vom Blister, auch sehr einfach, und haben das erste Mal den Triebwagen in der Vollansicht. Wir lösen die Lasche aus dieser Nut hier, ziehen sie vorsichtig nach oben und können nun das Modell aus dem Blister entnehmen. Wie alle Eisenbahngesellschaften in Europa war auch die Deutsche Reichsbahn in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts bemüht, den Güterverkehr zu beschleunigen. Es ging vor allem darum, Stückgüter und Eilgüter schnell von A nach B oder von A nach C zu transportieren. Die Deutsche Reichsbahn suchte nach einem Konzept, das möglichst zu beschleunigen, und kam dabei auf die Idee, spezielle leichte Eilgüterzüge einzusetzen. Das waren Güterzüge mit sehr wenigen Wagen, gezogen von schnellen, wendigen Personenzuglokomotiven, die zu den unterschiedlichen Bahnhöfen gefahren wurden, dort direkt an die Güterschuppen fuhren, die Stückgüter wurden entladen oder verladen und dann ging die Reise weiter. Eine Perfektion dieses sogenannten leichten Eilgüterzugkonzepts fand man dann in speziellen Triebwagen, die nur einen einzigen Zweck hatten. Sie sollten Güter transportieren. Dazu waren sie im Inneren wie ein Güterboden aufgebaut. Man konnte die Stückgüter, die für die unterschiedlichen Orte bestimmt waren, im Gütertriebwagen vorsortieren. Die Gütertriebwagen fuhren an die Güterschuppen, die Güter wurden entladen, neue Güter wurden aufgenommen. Die Triebwagen fuhren zurück in die Hauptgleise und setzten ihre Reise zum nächsten Bahnhof fort. Die Gütertriebwagen waren durchaus aufgebaut wie Personentriebwagen. Sie hatten zwei Führerstände für die Vorwärts- und die Rückwärtsfahrt, Führerstand 1 und 2. Und sie waren, wie gesagt, in der Lage, in sehr kurzer Zeit wichtige Einzelstückgüter an die unterschiedlichen Güterschuppen zu bewegen. Dieses Konzept wurde dann durch den Zweiten Weltkrieg unterbrochen und die 1930 in Wismar in Mecklenburg gebauten Gütertriebwagen kamen nach dem Zweiten Weltkrieg zur Deutschen Bundesbahn, wo sie immerhin noch bis zum Anfang der 60er Jahre erfolgreich im Einsatz waren. Sie wurden erst 1960 und 1962 als Splittergattung in Osnabrück ausgemustert. Für den Modellbahner ergibt sich die Möglichkeit, hier ein historisches Sonderfahrzeug mit einer interessanten Geschichte auf seiner Anlage der Epoche 3 einzusetzen. Wir haben jetzt das Modell des VT69 auf das Oval unserer Testanlage gestellt und wir werden uns das jetzt mal näher anschauen. Das Modell hat, wie kann es bei ESU anders sein, eine Vielzahl interessanter digitaler Funktionen, wobei ich besonders das Geräuschmodul hervorheben möchte. Und wir werden uns jetzt einmal anschauen, was die Digitaltechnik bei diesem Modell alles ermöglicht.
Wie immer steht am Beginn unserer kleinen Testreihe der Geschwindigkeitstest. Und wie bei vorangegangenen Sendungen testen wir auch diesmal wieder in den Fahrstufen 10 als der niedrigsten Fahrstufe, 64 als einer Fahrstufe im mittleren Bereich und 128. Dazu ist wieder ein Messgerät aufgestellt worden und wir werden sehen, wie weit unser Triebwagen eine vorbildgerechte Modellgeschwindigkeit einhält. Wir verringern jetzt die Geschwindigkeit auf die kleinste mögliche Fahrstufe, die Fahrstufe 10, um die extremen Langsamfahreigenschaften zu testen. Das Modell wird jetzt in der zweiten von uns gewählten Fahrstufe 64 an der Messstelle vorbeifahren und wie wir sehen, auch hier gute Laufeigenschaften. Last not least, die höchstmögliche Fahrstufe 128. Um nun die verschiedenen Funktionen des VT69 zu testen, benutzen wir die moderne Form eines Rollenprüfstandes. Hier bewegt sich die Fahrbahn unter dem Fahrgestell des Triebwagens. Dadurch können wir die mechanischen Funktionen nachweisen. Das Gerät selbst heißt Smart Rail und stammt von den Firmen Rocco Fleischmann. Ich setze das Modell mal hier auf. So, da steht es ganz exakt. Ja, und nun können wir mit den Tests beginnen. Das Modell hat sehr viele verschiedene Funktionen. Wir werden jetzt nicht alle testen, aber die wichtigsten und die eindrucksvollsten schauen wir uns natürlich an. F1, Sound einschalten bzw. wieder ausschalten. Da läuft er. Der typische nagelnde Dieselsound. Wir schalten den Dieselmotor wieder ab und gehen zur Funktionstastenbelegung F2. Hier hören wir das Signalhorn. Nochmal. Nun werden wir den Führerstand beleuchten. F4. Natürlich musste so ein Gepäcktriebwagen auch im Inneren beleuchtet sein, denn das Gepäck, die Stückgüter, mussten ein- und ausgeladen werden. Die Innenraumbeleuchtung des Güterraumes ist mit F9 einzuschalten. Das machen wir mal. Auch klar. Das Original war mit einem Kompressor ausgestattet. Auch wir können das Kompressorgeräusch mit F10 simulieren. Auf vielen Bahnhöfen sind die Gepäcktriebwagen nicht an die Güterschuppen gerollt, sondern wurden sogar an den Bahnsteigen selbst be- und entladen. Und um das ein wenig lebendig zu gestalten, ist hier von ESU unter F11 eine Bahnsteigansage möglich. Und die hören wir uns jetzt mal an. Vorsicht, zurückbleiben bitte! Sie haben es gehört, also auch das ist möglich. F13 ist der sogenannte Kupplungssound. Sie werden hören, wie das klingt. Typisches Geräusch
einer deutschen Kettenkupplung, wie die Eisenbahner sagen. Ja, dann gehen wir über zum nächsten Signal, Luftablass F15. Auch ein sehr typisches Geräusch für dieses Fahrzeug, der Luftablass. Natürlich waren solche Fahrzeuge auch auf Nebenstrecken unterwegs. Auch dort waren sie sehr rationell einsetzbar. Nebenstrecken hatten damals, heute nicht mehr, das spezielle Merkmal unbeschrankter Bahnübergänge. Dazu war eine Glocke vorgesehen. Und die kann man hier unter F17 in Betrieb nehmen. Eine ländlichere Stimmung können Sie sich auf keiner Modellbahn vorstellen, wie das Glockengeräusch des VT69 von ESU. Natürlich kann man das auch noch unterstützen. Wer beim Glockengeräusch den Bahnsteig nicht verlassen hat, wird vom Achtungspfiff überrascht, F18. Hier muss man natürlich eher schon sagen, ein Typhongeräusch. F19, hier wird einmal nachzubilden versucht und ich finde es gut gelungen, wie es sich anhört, wenn Pakete, also Stückgut, aus- und eingeladen wird. F19. Wie man hört, ist den Ladeschaffner offensichtlich ein Paket Stückgut auf die Erde gefallen. Macht nichts, hört sich sehr lebendig an. Die Dieselmotoren waren natürlich auf ein sehr schnelles Anfahren ausgelegt. Und schnelles Anfahren bedeutete natürlich auch bei nassen Gleisen Schleudergefahr. Um der Schleudergefahr entgegenzuwirken, hatte der Triebfahrzeugführer die Möglichkeit, die Radsätze zu sanden. Das ist hier mit der Tastenbelegung F20 gewährleistet. F20, sanden. Und mit der 1-2 letzten Funktionstastenbelegung der F21 kann ich Beschleunigung und Rangiermodus simulieren. Sie sehen, das geht hier sozusagen auf der Stelle, weil sich in unserem Falle die Fahrbahn, die Gleissimulation bewegt. Er arbeitet also auf der Stelle, unser Triebwagen. Ja, das war sie eigentlich. Ein Einblick in die Funktionstastenbelegung dieses ESU-Modells. Und da kommt er schon, VT69 auf der Rampe hinauf nach Oberhof im Thüringer Wald, ausnahmsweise heute mal auf der Clubanlage des Modellbahnclubs Frankenhain, die Nachstellung einer Szenerie, wie sie sich in den 30er Jahren abgespielt haben könnte. VT69 im Stückgutschnellverkehr hinauf in den Thüringer Wald.
Im Betriebsalltag wurden die Gepäcktriebwagen zumeist ohne Anhängelasten eingesetzt. Sie waren ja keine Lokomotiven. Deswegen haben wir heute auf einen Zugkrafttest verzichtet. Der Betriebsdienst hat aber auch die Erlaubnis bekommen, den Triebwagen durchaus ein bis zwei Wagen an den Haken zu hängen, um dringende Güter zu transportieren. Hier also kommt unser VT69, wahrscheinlich aus Oberhof zurück. Man hat ihm zwei Wagen angehängt, es geht bergab. Im ersten Wagen sind vielleicht vier aus Oberhof und im zweiten Wagen, einem Viehtransportwagen, findet sicherlich ein eiliger Viehtransport statt. Vielleicht sind es Hanghühner aus dem Thüringer Wald. Ja, das war also unser Triebfahrzeugtest mit dem Gepäcktriebwagen VT69 von ESU und Lilliput. Ein Modell, das Spaß macht. Viel Spaß, falls Sie sich für dieses Modell entscheiden sollten. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ihr Franz Rittig.